Kuriositäten rund um die Augen. Das Auge ist eines der komplexesten und am meisten entwickelten Organe des Körpers, sowohl von Menschen als auch von Tieren. Lassen Sie uns einige Besonderheiten kennen. Wie viele Farben kann das menschliche Auge unterscheiden? Das gesunde menschliche Auge kann 10 Millionen verschiedene Farben unterscheiden. Allerdings können rund 12% der Bevölkerung einige Millionen Farben mehr sehen als der Rest. Es ist eine augengenetische Mutation, die manche Frauen haben und die es ihnen ermöglicht, über das normale Auge hinauszusehen. Es wird Tetrachromatismus genannt und definiert den Besitz von 4 verschiedenen Arten von Zapfenzellen im Auge für den Empfang von Farbinformationen. Fertigt die Farbe der Augen dem Alkohol? Dies wurde in einer im American Journal of Medical Genetics veröffentlichten Forschung offenbart. Die Studie kam zu dem Schluss, dass Menschen mit blauen Augen oder klaren Augen im Allgemeinen ein größeres Risiko haben, von Alkohol abhängig zu werden, als Menschen mit dunklen Augen. Momentan gibt es keine eindeutige wissenschaftliche Begründung für diesen Zusammenhang zwischen Alkoholabhängigkeit und Augenfarbe. Die Forscher sind jedoch überzeugt, dass dieser Zusammenhang kein Zufall ist. Die Magie des Blinkens. Menschen blinzeln mehr als 14.000 Mal am Tag, im Durchschnitt etwa 17 Mal pro Minute. Durchschnittlich 4.200.000 Mal pro Jahr. Der Computer, das Tablet oder das Telefon verlangsamt diese Frequenz, weil wir aufpassen müssen und wir vergessen, so oft zu blinken. Bei den Tieren haben wir bereits gesehen, dass einige Augenlider wie Fische, Schlangen und Insekten fehlen. Im Gegensatz dazu haben die Kamele 3 Augenlider, was zum Schutz vor Sandstürmen in der Wüste nützlich ist. Superbly vorbereitete Tieraugen. Schmetterlinge können ultraviolettes Licht sehen. Eulen haben Augen 2,2 mal größer als die meisten Vögel. In der Dunkelheit sieht er 10 mal besser als der Mensch. Chamäleons können gleichzeitig in verschiedene Richtungen sehen. Das Auge des Geckos ist 350 mal empfindlicher als das menschliche Auge. Tieraugen aufnehmen. Wenn wir über Größe sprechen, ist das Auge des Straußes zweifellos das auffälligste. Die Augen eines Straußes sind sogar noch größer als sein Gehirn, das fast wie ein großer Kolibri wiegt, was in keiner Weise mit seiner Intelligenz oder seiner Wahrnehmung zusammenhängt. Ein weiteres Auge der Aufzeichnung ist das des Riesen Kalmar, der etwa so groß ist wie eine Wassermelone. Seine Augen sind bis zu 3-mal größer als die eines anderen Tieres. Schlaf mit einem offenen Auge. Bei manchen Tieren ist es mehr als ein Sprichwort. Mit einem offenen Auge zu schlafen, ist eine Realität und bedeutet, dass zum Beispiel Delfine mit einem offenen Auge schlafen. Dies liegt daran, dass sie die Hälfte ihres Gehirns wach halten müssen, um atmen zu können, und nicht zu sterben, während sie schlafen. Sie lassen daher eine ihrer Gehirnhälften aus, während die andere Hälfte die Vitalfunktionen kontrolliert, insbesondere die erwähnte, das Atmen. Während des Schlafprozesses verlangsamt der Delfin seinen Stoffwechsel und bleibt praktisch unbeweglich. Wie lange halten wir die Augen geschlossen? Abgesehen von der Zeit, in der wir beim Schlafen die Augen geschlossen halten, verbringen wir ungefähr 10% des Tages mit geschlossenen Augen. Die Ursache? Sehr einfach, und wir haben vorher darüber gesprochen, das Blinzeln. Eine weitere Kuriosität in Bezug auf die Augen ist, dass, obwohl Nase und Ohren im Laufe des Lebens weiter wachsen, die Augen von Geburt an bis zum Tod dieselbe Größe haben. Die Augen der Fische. Können Fische die Augen schließen? Bestimmt nicht. Die Augen der Fische haben keine Augenlider und schließen sich daher nie. Sind sie die einzigen Tiere, die keine Augenlider haben? Auf keinen Fall. Es gibt andere Arten mit dieser Besonderheit. Zum Beispiel Schlangen oder Insekten. Das Geheimnis der Heterochromie. Wir machen weiter mit Farben. Heterochromie ist die abnormale Qualität der Augen, bei der die Iris jedes Auges eine andere Farbe hat, Z, B, Blau und Braun. Die Heterochromie kann partiell sein, ein Teil des Auges, oder vollständig sein, alle Iris. Es ist selten, aber es ist eine Eigenschaft, die wir sowohl bei Tieren als auch beim Menschen finden können. Vertreter der Heterochromie sind Wissenschaftler wie der Augenarzt Luis Emile Jabal oder Prominente wie David Bowie, Mila Kunis, Gene Seymour, Christopher Walken oder Henry Cavill. Blaue Augen. Alle blauen Augen stammen von einem einzigen Vorfahren. Dies wurde von einem Forscherteam der Universität Kopenhagen festgestellt, das zeigte, dass alle Menschen mit blauen Augen von einem gemeinsamen Vorfahren stammen, der vor 6.000 bis 10.000 Jahren im Neolithikum lebte.